Wenn der FSV Zwickau am Montag auf den Hamburger Sportverein trifft, ist es nicht nur das erste Spiel im neuen Stadion, es ist auch die Premiere für die Zwickauer Stadionwurst. Natürlich könnte man in der neuen FSV-Heimstätte auch ganz normale Wiener oder Roster verkaufen. Doch einer der Sponsoren des Vereins ist der Wurst- und Fleischproduzent Girbacher. Und für die Fleischer war es eine Ehrensache, exklusiv für den Zwickauer Fußballverein und das Zwickauer Stadion eine eigene Wurst zu kreieren. Schauen wir den Experten doch mal über die Schulter, wie die neue Stadionwurst mit dem Namen Zwiggi hergestellt wird. Das Rezept dafür ist tatsächlich eine Neuentwicklung und nichts aus dem schon bestehenden Sortiment. Bis zum fertigen Produkt wurde viel getüftelt und ausprobiert. Das grob gewolfte Fleisch, übrigens 60% Schwein und 40% Rind, kommt in den Kutter, also den Fleischzerkleinerer, und wird dort auch gewürzt. Als schließlich eine glatte Masse entstanden war, kam aber nochmals eine Ladung Fleisch hinein. Und die blieb am Ende auch etwas grob. Genau das ist eine der Besonderheiten der Stadionwurst Zwiggi. Wir brauchen eine emulgierte Ware voraus und dann haben wir eine grobe Einlage mit rein, damit es einen schönen Biss gibt und eine gute Aroma. Und das Aroma der neuen Stadionwurst wird auch durch die Räucherung noch weiter verbessert. Falls Ihnen schon jetzt das Wasser im Munde zusammenläuft und Sie am liebsten mal probieren wollen, die Zwiggi gibt es nur an wenigen Verkaufsstellen. Die Wurst wird es geben im Stadion exklusiv und in Eggersbach in unserer Filiale sowie in Reinsdorf im Hauptwerk. Wäre ja auch unsinnig, die Zwiggi in Aue oder Chemnitz zu verkaufen. Das ist eine Wurst nur für Zwickau. Aber jetzt machen wir doch mal den Test. Wie schmeckt die Zwiggi? Sehr gut, auf jeden Fall. Es ist eine würzige Rauchwurst mit richtig Biss. Und ein klein wenig Schärfe im Abgang. Aber wirklich nur ein klein wenig. Denn die Zwiggi soll ja Verpflegung für alle sein, vom Kind bis hin zum Rentner. Und das ist sie auf jeden Fall. Da waren sich die Pressevertreter zur offiziellen Präsentation einig. Und ihre große Premiere hat die Wurst am Montag im Zwickauer Stadion. Für das Eröffnungsspiel gegen den HSV hat die Großfleischerei eine halbe Tonne der neuen Kreation eingeplant.